liebe Zuseher, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass wir ein weiteres Thema in Bezug auf Mission studieren können. Es geht heute um Mission an den Mächtigen. Gemeinsam in der Runde sind wir hier mit Bojan Godina, Carsten Reinhold, Joel Schwab und Rebecca Hart. Ich bin Luise Schneeweiß und ich bin schon wirklich gespannt, was wir zu diesem Thema rausarbeiten werden. Wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, du bist der Gott allen Lebens und aller Menschen, obwohl wir oft große Unterschiede zwischen Menschen sehen aufgrund ihres Status. Ja, wir wollen darüber nachdenken, wie wir auch Menschen aus der Oberschicht erreichen können und was du uns dafür in deinem Wort mitgegeben hast. Und ich bitte dich dafür um deinen Segen und deinen Geist. Amen. 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 Woran könnte es liegen, dass wir als Gemeinde, zumindest nehme ich das so wahr, tendenziell eher wenig Menschen aus der Oberschicht erreichen? Ich denke, dass vor allem Leute, die sehr wohlhabend sind, weniger Probleme haben als Leute, denen die finanziell jetzt nicht so gesegnet sind. Und dass das, glaube ich, oft ein Indikator dafür ist, ob ich Gott brauche oder das Gefühl habe, ich brauche Gott. Ich bin auf Hilfe, auf etwas Größeres, Höheres angewiesen. Ich denke auch, dass wir vielleicht einen kleineren Prozentsatz an Leuten aus der oberen Schicht oder aus der wohlhabenderen Schicht in unseren Gemeinden haben, die diese Menschen auch leichter erreichen könnten. Das spielt auch eine Rolle. Wir erreichen die, die so sind wie wir. Oft sind das Menschen, die viel erreicht haben, die eine sehr gute Bildung haben. Und die wollen manchmal, also die sind nicht so schnell veränderbar, auch diese Leute. Und da braucht man manchmal auch andere Wege und Themen oder den Zugang, um diese Menschen anzusprechen, dass sie Interesse bekommen. Du hast ja was angesprochen, dass Menschen vielleicht auch, wenn sie in Krisen sind oder bedürftig sind, ja, dass sie dann viel eher vielleicht auch verspüren, dass sie etwas brauchen im Leben. Und vielleicht zielt auch unsere ganze Missionsarbeit ein bisschen darauf ab, so auf Krisen und dass es dir nicht gut geht. Wobei das ja nicht heißt, dass reiche oder mächtige Leute keine Krisen haben. Ich kann mich noch erinnern, dass als wir mal als Studenten Bücher verkauft haben, einer von meinen Kollegen irgendwo im Salzkammergut zu einem sehr, sehr berühmten Unternehmer kam, der einsam war und der niemand hatte, der wirklich mal mit ihm redet. Und der Student hat dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt weiter, ja, ich habe noch anderes zu tun. Und dann ist er ihm noch hinterhergelaufen und hat weiter mit ihm gesprochen. Und dann kam er dann zu uns und hat gesagt, ihr werdet es nicht glauben, aber mir ist heute ein Millionär hinterhergelaufen. Ja, einfach traurig eigentlich, ja, aber manchmal, glaube ich, schätzen wir das auch falsch ein. Aber sonst natürlich schon die Frage, inwieweit haben wir überhaupt auch Angebote? Ja, sprechen wir die Sprache dieser Menschen? Und ich glaube auch, dass wir uns da eher schwer tun. Schauen wir uns vielleicht ein paar biblische Beispiele an, wo Menschen erreicht worden sind, von denen man vielleicht es nie gedacht hätte, dass man die überhaupt erreichen kann. Und der erste, der da vielleicht einfällt, ist Nebukadnezar. Wir lesen mal eine Aussage, die so am Ende seines Bekehrungsweges steht, nämlich in Daniel Kapitel 4, Vers 34. Daniel 4, Vers 34. Rebecca, kannst du das mal vorlesen? Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Ja, so endet dieses Kapitel 4, das einen ja wirklich völlig überrascht, wenn man das liest. Wir kennen ja so ein bisschen seinen Werdegang von Nebukadnezar. Wie würdet ihr beschreiben die verschiedenen Stationen auf dem Weg zu seiner Bekehrung? Vielleicht kann jeder da mal eins beitragen, dass wir uns das nochmal vor Augen führen. Erstmal war er ein sehr fähiger Herrscher, ja, der das Neubabylonische Reich zu seiner Herrlichkeit, also zu einer neuen Größe geschaffen hat. Ja, der muss schon kompetent gewesen sein. Er hat ja den Traum ganz am Anfang, der ihn sehr bewegt hat, sichtlich. Jedes Kapitel, der ersten vier Kapitel fängt so an, dass Babylon erstmal als der Sieger erscheint. Und zwar auch der Sieger
in Bezug auf die Religion. Ja, die babylonischen Götter sind einfach stärker als die der unterlegenen Völker. Und jedes Kapitel hört dann aber so auf, dass Nebukadnezar merkt und eingestehen muss, dass der Gott des Himmels eben doch mehr kann. Mhm. Kapitel 2 beispielsweise, dass er halt mehr weiß. Er kennt die Zukunft, die ich nicht kenne. Da war dieser Traum, der mich verunsichert hat. Aber da gibt es jemanden, den Daniel, der einfach mit diesem Gott kommuniziert und der kann ihm sagen, was wird in Zukunft passieren. Mhm. Mhm. Ich denke, also es gibt ja unterschiedliche Stationen, aber er trifft immer wieder Menschen, die ganz treu Gott sind und Gott sie dafür segnet. Sei ja. es im Feuerofen, sei es die Daniel und seine Freunde, als sie am Anfang zum Palast kamen und sie waren einfach treu und dann waren sie sehr weise. Also ja, er sieht, dass Gott die segnet nicht aufgrund von was sie leisten. Mhm. Das stimmt, da kommen dann sogar mehrere Personen ins Spiel, auch in Kapitel 3. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es ja anfangs so eine Szene gibt, wo er dann zwar erkennt, wer der wahre Gott ist, aber dann sagt, alle, die das nicht erkennen sollen, hingerichtet werden und so weiter. Ja. Also irgendwo doch noch nicht vielleicht die rechte Erkenntnis und das rechte Gottesbild hat. Mhm. Und ja, später ja auch so eine Art Rückfall erlebt von seiner Erkenntnis, wo er dann das Standbild aufrichten lässt. Also es ist offenbar auch ein längerer Prozess. Das ist nicht einfach in einer Begegnung passiert, wo Gott ihm immer wieder nachgeht. Das faszinierende Geschichte. Aber das, was er erkannt hat, das hat er umgesetzt, wenn er was erkannt hat, und zwar absolut konsequent. Und das ist natürlich auch der Vorteil dieser Schichten, oft eher natürlich extrem in diesen Regierungsformen, die er hatte, die er später nicht mehr so war bei den anderen Völkern. Er konnte es extrem umsetzen und das ist faszinierend, das zu lesen. Ja? Mhm. Ich meine, schon auch natürlich für uns grenzwertig oder die Grenzen überschritten, aber was er entdeckt, ja, er war der Erste, der im Prinzip das Prinzip der Philosophie und Wissenschaft entdeckt hat, vor Thales, der die Sonnenfinsternis berechnet hat. Das ist ein paar Jahre vorher, dass er entdeckt, dass dieses System der Magier falsch ist. Er ist da aus dem mythischen, magischen System ausgetreten und hat gesagt, ihr betrügt mich alle. Er war schon ein sehr schlauer Kopf. Ja, und wenn er was entdeckt hat, dann konsequent. Ja. Ich finde es auch spannend, wir reden ja davon, wenn jemand bedürftig ist, dann können wir ihn leicht erreichen. Ja, das war vorher das. Und hier in Vers 1, in Kapitel 4 heißt es ja, er hatte Ruhe in seinem Haus und lebte zufrieden in seinem Palast. Also er hat ja nichts, was ihn gemangelt hätte. Und da finde ich spannend, wie Gott ihn dann erreicht. Also selbst einen Menschen, der jetzt offensichtlich nach außen keine Bedürfnisse hat, dass Gott auch den erreichen kann. Das finde ich, da ist schon ja, viel Hoffnung auch für uns drinnen, selbst für Menschen, die vielleicht schwierig zu erreichen sind. Ja, ich glaube, was wir da schön sehen, also jetzt in dieser Hinsicht, eben ihm fehlt es jetzt an den lebensnotwendigen Dingen nicht, aber oft ist es bei diesen Leuten, dass es einfach seelische Probleme gibt. Das ist tief in ihrem Inneren haben sie das Gefühl, okay, jetzt haben wir es endlich geschafft, das, wonach wir immer gestrebt haben, und jetzt sind wir an diesem Punkt angekommen und merken irgendwie doch, es ist alles für den Wind oder keine Ahnung, es ist halt nicht befriedigend und sie suchen nach diesem Mehr, das sie sich durch Geld nicht kaufen können. Mhm. Genau. Das wird ja auch in Kapitel 2 deutlich, dass er auf seinem Lager überlegt, was nach ihm sein wird. Mhm. Warum hat er schlaflose Nächte? Ja, also da ist ja auch schon ein Bedürfnis zu erkennen. Mhm. Ja, welche Folgen oder welches Potenzial hat es, wenn sich jetzt so jemand bekehrt? Wie ein Nebukadnezar, ich meine, Herrscher des Babylonischen Reichs immerhin. Ja, ich frage mich, wie das den Menschen am Hof gegangen ist, dass sie da, die haben das ja alles miterlebt, dass er wie ein Tier gelebt hat und dann plötzlich wieder zurück auf den Thron gekommen ist. Ja. Das muss schon bewegend gewesen sein. Also das ist was Übernatürliches. Unwahrscheinlich, dass man so jemanden dann wieder auf den Thron zurücknimmt. Ja. Ja. Erstaunliche Dinge passiert. Mhm. Wir sprechen ja auch von Meinungsbildnern. Ja? Es gibt Leute, die mitlaufen, Leute, die kommunizieren. Es gibt welche, die die Meinungen bilden und die Trends vorgeben. Ja? Oder heute in Social Media haben wir die Influencer. Ja? Das heißt, wenn du einen von denen erwischst mit dem Evangelium, müssen wir mal ganz einfach jetzt auch menschlich denken, dann hast du ja seine ganze Community auch. Und er hatte ja noch absolute Macht. Mhm. Er hatte wirklich eine absolute Macht. Das gab es weder bei den Griechen nachher noch bei den Römern. Das heißt, vielleicht sollten wir auch so denken, wenn wir viele Menschen erreichen wollen, wie wäre es, wenn wir ihre Leiter erreichen würden, die Influencer. Also das ist eine sehr
spannende These, obwohl wir jeden Menschen möchten, aber manchmal vergessen wir das. Ja, und Ellen White zum Beispiel sagt, wir sollen die auch erreichen, um ihrer selbst willen, aber auch, weil sie haben ja viel größeren Einfluss. Ja, das sind sehr interessante und wichtige Gedanken. Wir können noch zu einer zweiten sehr mächtigen Person kommen, im zweiten Königebuch, 2. Könige, Kapitel 5. Und ich gehe dort auch so vor, dass wir mal die Erkenntnis dieser Person jetzt an den Anfang stellen, die die Person macht, der Naemann oder Naaman, 2. Könige, Kapitel 5 und dort Vers 15. Joel, kannst du den mal lesen? 2. Könige 5, Vers 15. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, und er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Wie ist es zu dieser Erkenntnis vom Naaman oder Naemann gekommen? Können wir auch dort nochmal die Stationen seines Weges ganz kurz zusammentragen? Ich meine, auch bei ihm fängt es damit an, dass er ein Problem hat. Es wird ja auch alles aufgezählt am Anfang des Kapitels, was bei ihm ganz super läuft, bis auf diesen einen Punkt, der hat eben Aussatz. Und dann aber, was mich absolut fasziniert, ist dieses Mädchen, hat keinen Namen. Und wir können sagen, von der Hierarchie her steht die ganz unten, jung, weiblich, versklavt. Aber sie schafft es, ein so gewinnendes Zeugnis weiterzugeben, dass sie die Frau gewinnt, dass die Frau dann den Naemann gewinnt, dass der Naemann dann den König gewinnt. Und der König steht ganz oben in der Hierarchie. Ja, das heißt, wenn dieses Mädchen es schafft, den König Arams zu erreichen, dann kann es eigentlich jeder, ja, der ein überzeugendes und gewinnendes Zeugnis auch weitervermittelt. Wenn es um Dienstleistung geht, dann kommen ja manchmal wir auch vielleicht mit mächtigeren Personen in Kontakt. Ja. Ich denke, ich habe manchmal als Musiker irgendwo gespielt bei irgendwelchen Tafeln oder dann hat man sich immer mit dem Bürgermeister wieder getroffen beim nächsten Event. Also manchmal gibt uns Gott auch so Möglichkeiten durch unseren Dienst. Ja. Ich denke vor allem im gesundheitlichen Bereich, das ist das, wo die Mächtigen, also das ganze Geld und das ganze Wissen nützt dann schlussendlich doch nichts. Und das war ja seine Riesennot auch. Ich denke, der hat ja schon viele Ärzte und alles Mögliche ausprobiert. Und da war einfach niemand dabei, der ihm geholfen hat. Weil wie kann er sonst auf das Wort einer Sklavin hin hören und in das Land der Feinde ziehen, um sich dort auf wundersame Weise heilen zu lassen? Also da war schon auch eine Verzweiflung auch dabei. Und eben auch die überzeugende Aussage dieser Sklavin. Ja. Ja, ich glaube vor allem eben, wenn es soweit kommt, ich glaube, der hat schon alles ausprobiert, wenn es soweit kommt, dass er wirklich zu einer Sklavin hingeht und auf den Rat von einer Bediensteten, die noch vom fremden Volk kommt, hört, dann hat er, glaube ich, wirklich schon alle Möglichkeiten durch. Und ich glaube, genau dann erkennt man ja, okay, es kann nur Gott sein. Wenn ich alles andere schon probiert habe und versucht habe, wer soll es dann sein außer Gott, dieser Gott Israels? Und das Mädchen hatte auch ein ehrliches Interesse. Sie hätte ihm das ja verheimlichen können, so nach dem Motto, geschieht ihm recht, also... Ja. Aber man sieht, sie hat ein ehrliches Interesse und auch das macht, glaube ich, viel aus, wenn Menschen, egal wie mächtig sie sind, sie möchten auch geliebt sein und dass man sich für sie interessiert und einfach da ist. Ja, an den Vers, den wir gelesen haben, schließt sich jetzt eine etwas eigenartige Szene noch an. Da können wir jetzt mal noch weiterlesen. Carsten, kannst du vielleicht die Verse 16 bis, ich sag mal, 19a lesen? Wie geht das da noch weiter? Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte es nicht. Also da geht es um eine Segensgabe, um irgendwie, er wollte ihn bezahlen praktisch für die Heilung. Ja. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Diese Szene wirft ja ein paar Fragen auf. Ja.
wird jetzt Elisa dann gutheißen damit, dass er doch weiterhin andere Götter anbeten darf, wo er doch gerade das andere erkannt hat? Also wie geht ihr mit diesem schwierigen Text hier um? Was lernen wir vielleicht auch daraus hier? Also ich glaube, dass, oder ich habe das auch erlebt, in unserem Familienkreis haben wir mit einer Familie zu tun, die Stück für Stück immer näher zu Gott findet. Und wir aber auch merken, das ist jetzt schon über mehrere Jahre geht der Prozess, und wir merken, es braucht diesen Prozess, Stück für Stück immer Gott immer ähnlicher werden, Dinge nacheinander verstehen. Und wahrscheinlich kann man nicht alles auf einmal richtig machen, sondern man muss einfach Stück für Stück wachsen. Und vielleicht ist das einfach so eine Stelle, wo wir sehen, okay, da ist Raum für so einen Prozess. Der Elisa sagt ja nicht, das ist egal, ja, oder das passt alles schon. Er sagt, zieh hin in Frieden. Ja. Manchmal eben ist es auch wichtig, ich muss nicht alles immer sofort sagen, was richtig und wichtig ist. Ja. Also es braucht einfach diese Zeit auch. Und der Naaman ist jetzt einen großen Schritt gegangen, naja, dass er überhaupt bereit war, den Gott Israels anzubeten, sogar noch diese Wagenladungen Erde mitnimmt. Auch das natürlich, kann man sagen, ist ein Stück weit magisches Verständnis. Ja, ist ja nicht notwendig eigentlich, dass er jetzt diese Erde Israels dabei hat. Aber Gott kommt ihm da entgegen. Man sagt, okay, meinetwegen, dann soll er halt diese Erde mitnehmen. Ja, wenn ihm das hilft in seiner Vorstellung, und soll dann da den Gott Israels anbeten. Er hat ja erkannt, dass es keinen anderen Gott gibt, und ist sofort Konsequenz. Und wendet das jetzt auch auf sich an. Aber das ist ja jetzt eine indirekte Sache. Ja, er kann ja nichts dafür, wenn sein Herr sich niederbeugt, ja, und er muss ihm helfen. Das ist ja nicht, dass er sich niederbeugt, er ist ja nur wie eine Krücke, weil er diese Aufgabe hat, ihm zu helfen. Ja. Und sogar das hinterfragt er, so feinfühlig ist er, darf ich? Ich bin ja gar nicht mehr unter diesem Gott. Ja. Das stimmt, die Tatsache allein, dass er die Frage stellt, zeigt ja schon, dass da sehr viel passiert ist. Und da greift der Elisa jetzt nicht ein, indem er ihm das vorgibt, sondern er lässt da auch Raum vielleicht für das Gewissen. Ja, aber er geht ja hier auf die formale Frage. Wird Gott jetzt, weil ich es formal mache, bin ich jetzt ja formal, die Engel sehen, keine Ahnung, dieser Gott sieht, ich bin fertig. Aber weiß dieser Gott nicht mein Herz, dass ich jetzt zum anderen gehöre? Ich helfe ja nur, was mein Dienst ist. Ja? Ich helfe ihm ja nur. Und das wird schon fein differenziert hier vom Propheten. So, geh hin in Frieden, mach dir keine. Gott sieht das Herz, urteilt nicht. Ja, was wir später haben, die Texte. Ne? Gibt es was ihr aus den Geschichten von Nebukadnezar und Naaman noch mitnehmt für heute, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben? Ist euch da irgendwas aufgefallen, wie Gott auch wirkt in diesen Situationen? Also ich denke, vor allem der Aspekt, dass wir oft sagen, naja, wir müssten circa in der gleichen Schicht sein, um die Menschen erreichen zu können, stimmt eben da überhaupt nicht. Weil Naaman wird von einem Mädchen erreicht, die eigentlich eine ganz andere Schicht hat. Und ich glaube, da sollen wir auch ein bisschen offener sein, einfach mit den Gedanken zu spielen, wir können die reichen Menschen auch erreichen. Wir können auch Hochstudierte erreichen, wenn wir vielleicht nicht so hochstudiert sind oder was auch immer. Also wir können diese Hindernisse nicht uns daran hindern lassen, Mission zu betreiben. Ja, vielleicht einfach, dass wir das mit einbeziehen im Vertrauen. Ich glaube, Gott ist unser Vertrauen wichtig, dass wir sagen, wir haben diese Beispiele, die sind ein bisschen anders, als was wir so hören. Aber wir haben jede Menge. Wir haben Königin Esther und. Ja, viele, viele in der Bibel. Einfache Leute oder jetzt Daniel, die Gebildete sind dann und vom königlichen Geschlecht. Es ist möglich. Gott gibt Menschen, Situationen, Fragen, Probleme, Krankheiten, lässt dazu und so weiter, wo eigentlich wir bereit sein sollen. Aber ich glaube, wenn wir so nicht hinschauen, dann muss uns Gott irgendwie da reinschieben. Aber wenn wir das schon ins Gebet mit reinnehmen, sagen, lieber Gott, wir möchten auch die Oberschicht in der Stadt erreichen. Wir vertrauen dir, du kannst das. Hier sind wir. Benutze uns. Und wir werden jetzt ein bisschen breiter denken als nur so eine Missionsmethode, die wir dann durchziehen. Nein, wir sind deine Werkzeuge. Ich glaube, dass Gott dann mehr tun wird. Und das lernen wir. Das ist ja uns zur Lehre geschrieben. Ja. Sieht überhaupt, wie Gott sich auch einmischt. Also durch zum Beispiel den Traum, den er schenkt, oder die Umstände, zu wem du kommst in den Dienst und so. Also da ist ja auch vieles, was diese Menschen, die da gebraucht wurden, gar nicht beeinflussen konnten. Ne? Mir fällt auf, dass die Personen, die jetzt hier mit diesen Mächtigen gewirkt haben, einen klaren Wertekompass gehabt haben. Die haben sich nicht verbogen, die waren absolut integer. Und das haben die Menschen gespürt und auch geschätzt. Ja, auf die konnte man sich wirklich verlassen.
Und ich glaube, reiche, mächtige Menschen erleben ständig Leute, die duckmäuserisch herkommen und versuchen, irgendwas zu erschleichen oder ja, manchmal auch zu kriechen, die nicht wirklich ehrlich sind, ja, denen es um andere Dinge geht. Und hier jemanden zu haben, wie auch die Daniel und seine Freunde, ja, wir haben es vorher angeschaut, Nebukadnezar hat Höhen und Tiefen gehabt, aber Daniel und seine Freunde, die waren einfach immer ganz konstant mit Gott verbunden. Die haben ihre Werte gehabt, ihren klaren Prinzipien gehabt. Und das haben die anderen gesehen. Die haben sich dann auch drüber geärgert, ja. Können wir dann auch später noch lesen, dann in Daniel 6, wo sie dann auch gerade da versucht haben, den Daniel zu Fall zu bringen. Aber letztendlich war das immer das Erfolgsrezept. Ja, das ist sehr ermutigend. Gehen wir noch ins Neue Testament. Da begegnet uns jetzt eine Person, die ja auch mächtig ist, aber auch gebildet. Es geht ja oft miteinander einher. Nämlich der Nikodemus. Gehen wir mal zu Johannes Kapitel 3. Und lesen dort die ersten drei Verse. Rojan, könntest du mal Johannes Kapitel 3, die ersten drei Verse lesen? Ja. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand tut diese Zeichen, die du tust. Es sei denn, Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vielleicht noch mal in einem Satz, wer war dieser Nikodemus? Einer der reichen, gebildeten Leute in Israel. Aus dem Führungszirkel der Juden. Vielleicht hoher Rat, kann man das so sagen? Auf jeden Fall einflussreich. Mhm. Welche geistlichen Bedürfnisse hatte er? Was liest man hier vielleicht heraus indirekt? Warum kommt er da zu Jesus überhaupt? Also von dem, was er sagt, es scheint so, er hat die Sehnsucht, mit jemandem zu sprechen, mit einem Lehrer, der von Gott kommt. Obwohl er schon selbst so viel weiß, er ist ja ein gebildeter Mensch. Kommt er in der Nacht und sagt, du bist ein Lehrer von Gott. Ja, also das scheint ihn irgendwie anzuziehen. Er wünscht sich da noch mehr von ihm sagen. Ja, andere nennen ihn Lehrer Israels. Aber die Begründung eben lautet dann, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und da lese ich schon zwischen den Zeilen so ein Stück weit raus, ich werde vielleicht als Lehrer bezeichnet, aber mein Dienst ist ein Stück weit kraftlos, vielleicht formal, ja. Aber Jesus, der macht Dinge, die sind anders. Da steckt Vollmacht drin. Und der hat was, was ich nicht habe. Und das macht ihn einfach so, so sehnsüchtig an der Stelle. Ich möchte es eigentlich möchte ich das auch haben. Er muss das auch irgendwie klären, was er da von Jesus gehört hat. Wer ist das? Er braucht einfach Antworten. Vielleicht hat er auch auf den Messias gewartet und Fragen. Warum oder wie geht Jesus hier mit ihm jetzt um? Wie nimmt er das wahr von dem, was wir gelesen haben? Ja, das ist das Meisterhafte bei Jesus, was ich immer so bewundere, ja. Wie er über diese Oberflächenschichten, ja, wir wissen und wissen und Theologen und das und jenes, wie er reingeht auf den eigentlichen Punkt, ja. Mhm. Und ganz, ganz tief trifft, im tiefsten Kern, im geistlichen Kern, ja. Du musst eigentlich steht von oben geboren sein, ja. Du musst von oben geboren sein. Das fehlt dir. Ja, kommt es euch nicht auch sehr abrupt vor, wie Jesus hier reingeht? Also unhöflich so ein Stück weit. Sollte Jesus sich nicht respektvoll einfach diesem Mann hier, diesem wahrscheinlich älteren Menschen nähern und ja einfach da auch erstmal ihm höflich begegnen? Aber er macht es gar nicht. Ja, also Jesus ist hier, ich würde es nie so machen, das ist fast ein bisschen peinlich, wie Jesus es macht an der Stelle hier. Ja, aber er durchbricht doch das, er kommt mit seinem Wissen, ich bin Professor, Doktor, keine Ahnung und komm damit, ja. Und Jesus möchte das gar nicht. Er sieht ein tieferes Problem, weil du kannst dich auch verstecken hinter dem, was du weißt. Und so kommt es mir vor, ja. Er hat schon eine Sehnsucht gehabt, also es kommt klar raus. Nur, Bojan, wenn wir das heute auch so machen würden, das könnte ja auch voll nach hinten losgehen, oder? Ja, wenn wir uns unsicher sind, sollen wir nicht machen. Aber oft, wenn wir uns sicher sind, sollen wir es machen. Also ich sehe, dass er halt einfach extrem verblüfft ist, glaube ich, im ersten Moment. Er rechnet damit nicht, er versteht es nicht. Und ich glaube, das ist aber ein interessanter Ansatz, den ich, glaube ich, auch pädagogisch wertvoll finde. Weil dadurch kommt der Nikodemus ins Denken.
Er muss darüber nachdenken, muss verstehen, versuchen zu verstehen. Das ist nicht so ein frontaler Vortrag, Frage-Antwort, sondern ein bisschen so, keine Gegenfrage, aber irgendwas, was ihn doch zum Nachdenken bringt. Und ich glaube, wenn man eben tiefer denken muss, dann bewahrt man das sich viel besser im Inneren. Ja. Es sind ja auch am Anfang vielleicht so einfach Floskeln. Nikodemus versucht, sich Jesus zu nähern, schmeichelt erstmal ein bisschen und Jesus kürzt diesen Prozess ein bisschen ab, weil er schon weiß, worum es eigentlich geht. Und das wissen wir vielleicht manchmal auch nicht, ja, und müssen genau, vielleicht auch nicht uns rantasten. Vielleicht hat Jesus da auch eine besondere Gabe gehabt, aber trotzdem nehme ich für mich so draus, dieses sich auch zu trauen, konkrete, tiefere Bedürfnisse anzusprechen, wenn man irgendwie einen Zugang da findet. Also die Kapiteleinteilung ist ja erst nachträglich eingefügt und direkt davor steht, Jesus bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist so das steht ja direkt davor. Mhm. Ja, das ist auch ein bemerkenswerter Vers. Mhm. Mhm. Da können wir also auch dazu lernen, noch in unserer Menschenkenntnis, ja, die ja auch für diese Schicht genauso gilt wie für alle anderen. Und das ist ja gerade das Spannende jetzt in unserem Thema, dass es nicht das ist, was blendet und wovor viele auch Angst haben in unserer Gemeinschaft. Auch wenn wir Mission, oh, das kann ich ja nicht. Lass das mal, komm mal nicht jetzt wissenschaftlich bei ihm, komm mal auf die wirklich großen Probleme. Mhm. Er muss sterben, ist er bekehrt oder nicht? Existenziell. Ich kann vielleicht auf der wissenschaftlichen Ebene so jemanden, der hochgebildet ist, in seinem Fach sowieso nicht begegnen. Ja, ganz genau. Aber auf der menschlichen vielleicht etwas oder geistlichen etwas weitergeben, was die Person braucht. Ja. Mhm. Ja, wir können ja mal schauen, welche Folgen diese Begegnung im Leben von Nikodemus hatte. Rebecca, kannst du vielleicht lesen in Johannes Kapitel 7, Vers 43 bis 52? Und Joel in Johannes 19, Vers 39. Also Johannes 7, Vers 43. So entstand seineswegen Zwietracht im Volk. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Jesus in dem Fall. Die Knechte kamen zu den Hohepriestern und Pharisäern, und die fragten sie, warum habt ihr nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat der Mensch so geredet wie dieser. Da antworteten ihnen die Pharisäer, habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß, verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und 1939? Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Ja, was würdet ihr sagen, welche Früchte hat das getragen, diese nächtliche Begegnung, die sie hatten? Also das Zeugnis kam auf jeden Fall durch eine ganz andere Art zu den Obersten. Weil vorher hat ja nur das Volk dran geglaubt, das sagen sie hier ja auch. Und plötzlich ist aber einer von ihnen, der aufsteht und sagt, hey, aber so geht's nicht, wie wir hier gerade vorfahren. Also da denke ich, wenn dieser nächtliche Besuch nicht gewesen wäre, diese Situation wäre vielleicht ganz anders ausgegangen. Ne? Das zeigt halt, dass im Gegensatz beispielsweise zu dieser Frau im Jakobsbrunnen Nikodemus Zeit gebraucht hat. Das war nicht sofort, dass er jetzt zurückrennt und sagt, ich habe den Messias gefunden. Hier stellt er erstmal eine Frage, ja, und das kann ja auch eine ganz sachliche Frage sein, aber er macht es halt, ja, weil er schon mit Jesus sympathisiert und später eben dann am Kreuz, da bekennt er sich offen zu ihm, indem er eben dann gerade Stellung bezieht, als die Jünger alle weg sind. Ich denke, dass Nikodemus auch dieses Feingefühl hatte für die obere Schicht. Er wusste, wie er die besser erreichen könnte. Also wenn er dorthin gestürmt wäre, wie die Frau im Jakobsbrunnen, die hätten ihn vielleicht einfach nur rausgeworfen. Aber dadurch, dass er noch länger unter ihnen geblieben ist, denke ich, hat er vielleicht mehr Einfluss gehabt. Es ist ja interessant, so wie er wächst, alles dient Jesus zu dem Zeitpunkt. Ja. Erstmal hält er sich noch bedeckt, stellt nur eine Frage, aber das Resultat war, die haben ihn ein bisschen angegriffen, so ein bisschen, ja, einen Seitenhieb gegeben. Aber sie wussten noch nicht genau, ist er für Jesus oder nicht. Aber das Resultat, jeder ging nach Haus. Er hat
diese Rotte nochmal auseinandergebracht, dass es nicht vor der Zeit gekommen ist, ja, bevor Jesus dann bereit war. Auch, wie später der Gamaliel, ganz ähnlich. Genau. Ähnliche Situation. Mir ist aufgefallen, dass bei beiden Textstellen ein Verweis auf diese nächtliche Begegnung ist. Also offenbar war die so prägend, dass sie in diesen beiden Situationen auch das Verhalten von Nikodemus wirklich verändert hat. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, wie oft sie sich dann noch getroffen haben. Wahrscheinlich nicht so oft. Sie hatten dann, ich nehme mal an, nicht mehr die Gelegenheit, dann nochmal so zu sprechen, auch weil es eben so geheim war und so weiter. Aber trotzdem muss das ganz besonders gewesen sein für diesen Menschen, weil er dann eben hingeht zum Kreuz und diese verachtete Person dann eigentlich um sie kümmert danach und einbalsamiert und so weiter. Das ist schon eine sehr große Ehre, glaube ich, die man da jemandem erweist. Das macht man nur für besondere Menschen. Ja, uns begegnen in den Evangelien auch noch andere Personen. Ich fasse jetzt mal zwei zusammen, die beide auf ihre Weise reich sind. Das eine ist das negative Beispiel vom reichen Jüngling und das andere ist der Zachäus. Wir können das ja noch mal kurz in wenigen Sätzen nacherzählen. Was ist beim reichen Jüngling vorgefallen? Wie kam diese Begegnung und wie ist sie ausgegangen? Also ich glaube, so ganz negativ sehe ich sie nicht. Schon, ja. Aber das Interessante ist, dass Jesus erstmal, die Jünger wollten die Kinder weghaben und er stoppt sie und sagt, kommt in meinen Arm. Er nimmt sie in seinen Arm. Und nach dieser Eigenschaft sieht man, er fällt nieder. Das heißt, er wurde berührt. Vielleicht hat er nie einen guten Vater gehabt, irgendwas. Da kann man jetzt spekulieren, psychologisch. Aber er wurde berührt und er hat eine hohe Motivation gehabt. Fällt nieder als Reicher vor Jesus. Das ist ein großes Bekenntnis. Mhm. Ja. Aber es hat noch eine Sache gefehlt, ja. Oder wo Jesus jetzt wieder ganz auf den Punkt geht, auf den kritischen Punkt. Konnte noch nicht. Er ging traurig. Mhm. Ja, und alle wundern sich. Das heißt, es ist hier auch was passiert, weil die Jünger dann, ja, wenn der nicht errettet werden kann oder wenn es bei ihm so schwer ist, ja, wer kann dann? Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Er hat ja nicht aufgehört, ihm nachzugehen durch den Heiligen Geist. Aber noch war der Punkt nicht, weil es steht in Markus, glaube ich, steht ja, und Jesus, als er sagt, ich halte alles von meiner Jugend, was fehlt mir noch? Er stellt eine der schönsten Fragen und Jesus blickt ihn an, gewann ihn lieb. Mhm. Ja, also da war viel, aber er war noch nicht, ja, und was es heißt, im Reichen, ins Himmelreich, ja, wie schwer das ist, konnte nur Jesus verstehen, die Jünger, glaube ich, niemand, was das heißt, alles zu lassen. Ja. Also von daher sehe ich nicht so negativ, er war noch nicht bereit, den letzten Schritt, ja, fast errettet, ist auch nicht errettet, aber er lebt ja noch, wir wissen nicht, was nachher passiert ist. Ja. Er könnte vielleicht später noch die Chance ergriffen haben. Ja, aber belegt mal, der fällt nieder vor Jesus, ist tief berührt, als er Jesus beobachtet. Ja. Mhm. Jesus gewann ihn lieb, aber er möchte es ganz genau, er möchte alles. Ja, er hat gedacht, er muss einfach sein Verhalten ein bisschen ändern und Jesus legt so den Finger in die Wunde. Wir können ja noch mal lesen, Matthäus 19, Verse 23 bis 26. Lest das hier mal vor. Da steht, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Du hast es ja schon gebracht. Sollen wir uns überhaupt um Reiche bemühen, wenn das so schwer ist und wir anderswo doch vielleicht aussichtsreichere Kandidaten haben? Ich glaube, Reichtum wird dann zum Problem, wenn wir es an Gottes Stelle oder davor stellen. Ich glaube, das Problem da beim reichen Jüngling war, dass es, wie gesagt, er trifft es genau auf den Punkt. Dieser Reichtum ist das Problem, das den reichen Jüngling daran hindert, sein Leben komplett Gott zu übergeben. Und ich glaube, grundsätzlich bringt Geld viele Möglichkeiten zum Guten, zum Schlechten, aber eben auch zum Guten. Und deswegen glaube ich, ist es schon auch wichtig, solche Leute zu haben, weil man dadurch eben viele gute Projekte und so weiter umsetzen kann. Aber es darf nie den ersten Platz in dem Leben von einer Person einnehmen. Ich denke, wenn das einzige Beispiel in der Bibel wäre, dann würden wir sagen, ja, wir können die Reichen nicht erreichen. Aber es gibt so viele Beispiele, die wir auch schon vorher angeschaut haben. Und da denke ich sehr wohl, dass viele davon sich bekehren und noch bekehren werden, auch in der Zukunft. Ja. Wir können das ja so als eine Art Postkartenspruch verstehen hier. Bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich.
Aber nein, Jesus meint es wirklich so. Und dass es so ist, zeigt halt die Geschichte von Zachäus, der auch superreich war. Es wird extra betont. Und da ist die Geschichte so einfach. Ja, Jesus kommt, Jesus lädt sich selber ein. Zachäus braucht gar keine Aufforderung, sein Reichtum wegzugeben. Der macht es von sich aus. Der wird nicht gefragt. Es scheint alles ganz leicht zu sein. Und Jesus sagt am Schluss, ja, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Also das zeigt, dass wir reiche Menschen nie abschreiben dürfen. Und dass es manchmal auch ganz leicht sein kann. Warum? Weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Ja, entweder wir glauben das, was Jesus hier sagt, oder wir glauben es nicht. Aber wenn es so ist, dann gibt es für alle Menschen und eben auch für Reiche und für Mächtige Hoffnung. Und ich denke, bei Zachäus, da sieht man sehr klar, dass es nicht der Reichtum ist, der ihn von Gott wegtreibt. Weil oft denken wir, naja, wenn jemand reich ist, dann kann er nicht mehr zu Gott kommen. Aber es geht wirklich darum, wo hängt dein Herz dran? Und bei dem reichen Jüngling, da war halt das Herz wirklich an Reichtum. Und deswegen war es auch so schwer für ihn, das abzugeben. Ja. Ich stelle mir auch vor, dass die Situationen ganz unterschiedlich sind. Beim reichen Jüngling, der ist sehr anerkannt. Man sieht das vielleicht als Segen Gottes, dass er so wohlhabend ist. Er hat sich immer an die Gebote gehalten, also führt ein sehr rechtschaffenes Leben und hat auch vielleicht das Gefühl, das so verdient zu haben und hat deshalb eine andere Beziehung dazu als der Zachäus, der eigentlich weiß, das habe ich zu Unrecht erwirtschaftet, es trennt mich von meinen Mitmenschen, der vielleicht ohnehin schon unglücklich auch mit der Situation ist. So stelle ich mir vor, dass das auch vielleicht eine Rolle spielt, wie leicht es ihnen dann fällt, sich vom Geld zu trennen. Ja. Weil ja das wirklich dieser Gedanke ist, das ist ja der Segen, den ich auch habe, weil ich so ein gutes Leben führe. Ja. Nur wissen wir das halt immer von außen. Ja, da komme ich zu diesem Millionär zurück. Ja. Wer konnte das von außen sehen? Jeder denkt vielleicht, der ist erfolgreich, der hat jede Menge Einfluss, hat jede Menge Geld. Aber dass der eigentlich tief innen drin einsam ist, ja, und sich nach einem Menschen sehnt, der sich um ihn als Menschen kümmert, ja, der nachfragt, wie es ihm als Mensch geht. Ja, das sehen wir vielleicht von außen manchmal nicht. Da müssen wir den Menschen nahe kommen. Ja, und das müssen wir halt machen. Den Schritt müssen wir gehen, uns auch trauen. Und uns auch nicht so sehr von Geld und Autos und so beeindrucken lassen, sondern auf das Wesentliche sehen. Ne? Manchmal haben diese Dinge ja auch für uns einen Reiz. Und da sollen wir einfach durchschauen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon mal geschämt auch, ja, wo ich auch zu sehr reichen, einflussreichen Leuten kam, um eine Beerdigung zu planen. Und ich hatte damals so ein klappriges, gebrauchtes Auto. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe nicht vorm Haus geparkt, sondern einfach so ums Eck rum in einer anderen Straße, weil ich gedacht habe, wenn die sehen, mit was zum Auto ich da komme, dann bin ich gleich unten durch. Aber nach dem Gespräch bin ich rausgegangen und habe gedacht, ich bin eigentlich der Reiche hier. Ich bin so reich beschenkt. Die streiten sich da. Ja, die haben eine ganz schwierige Familienbeziehung. Das war eigentlich sehr, sehr schlimm, das mitzuerleben. Und ich habe mich so reich beschenkt gefühlt und konnte ihnen aber auch ganz viel geben dann an der Stelle. Und manchmal muss einfach ein Umdenken stattfinden. Was wir vielleicht hier noch sehen, wenn wir zusammenfassen, diese Beispiele, was mir auffällt, ist, dass Gott hat seinen Plan. Er wirkt im Hintergrund, aber er möchte mit uns auch zusammenarbeiten. Ja, mit seinen Dienern, Kindern, da, die eine Aufgabe haben oder seinen Jüngern, wen auch immer. Diese Leute, die sehr reichen Leute, sehr einflussreichen, sehr hochstellenden Leute, sind nicht so normal in der Gesellschaftsschicht. Sie hören was, ja. Vielleicht durch Medien heute, so wie Nikodemus, ja, wir wissen. Das heißt, sie beobachten schon, wo Trends, wo was Neues passiert. Und die andere Schiene ist, ja, da werden sie vielleicht wenig über uns erstmal jetzt hören, aber die andere Schiene ist, doch vielleicht im Hope TV, aber die andere Schiene ist, dass Gott einzelne Personen hinschickt, was wir hier sehen, ja. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, ja. Wenn jemand eine Gabe hat und wenn es zum Putzen oder Ordnung machen, ja, zu solchen Leuten zu gehen. Also ich kenne da auch Geschichten, wo Gott wunderbar wirkt. Durch eine Person, die in diesen Haushalt irgendwie reinkommt. Und das ist gar nicht so in unseren Missionsstrategien drin, ja. Warum nicht? Warum nicht dort Licht sein, wenn jemand Zugang hat durch seine Kenntnisse, Fähigkeiten, die er hat, ja. Weil wie soll Gott sonst wirken, ja? Der muss doch jemand kommen. Natürlich kann er direkt, aber er möchte durch Menschen arbeiten. Ja, ich glaube, es ist eben ganz wichtig, das sehen wir auch beim Naaman und
dieser Hausangestellten, Bediensteten eben, was da ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir dazu stehen zu unseren Werten, dass wir das verinnerlichen und dass wir das auch ganz authentisch leben. Und nur so können wir überhaupt dieses Zeugnis auch geben. Und das führt dann dazu, dass solche Leute sich in so eine Richtung entwickeln. Mhm. Das heißt, das ist auch eine Aufforderung an uns, authentisch und ja. Und vielleicht auch, dass wir diese Leute sehen und besonders unterstützen, sie auch schulen und ermutigen und ihnen ein bisschen Support geben, auch als Gemeinde, diesen Leuten, die solche Chancen bekommen. Interessante Gedanken, ja, auch aus der Praxis. Vielen Dank. Das waren noch gute Beispiele aus dem Neuen Testament. Eins haben wir jetzt gar nicht mehr besprechen können, der Josef von Arimathea, der auch so im Geheimen seine Schlussfolgerungen zieht und sich auch erst nach dem Tod Jesu wirklich outet. Aber dann tatsächlich die Möglichkeit bekommt, sogar eine Prophezeiung zu erfüllen, nämlich dass Jesus bei einem Reichen sein Grab bekommen wird, aus Jesaja 53. Und er braucht auch Zeit. Und da sehen wir auch, dass vielleicht Menschen mit einem höheren Status sich auch schwerer tun, dann vielleicht sich wirklich zum Glauben zu bekennen. Das dauert vielleicht länger, bis sie auch den Mut haben, in ihren High-Society-Kreisen dann das auch zu riskieren, weil sie ja vielleicht auch da scheinbar viel zu verlieren haben. Also auch das eine Geschichte. Wir ermutigen alle, die noch sich genauer anzuschauen, aus denen man da viel lernen kann. Ja. Habt ihr noch ein Schlusswort, irgendeine Motivation, die ihr mitnehmt, was ihr mitnehmt jetzt in Bezug auf die Mächtigen, Reichen, Gebildeten, was ihr euch vielleicht vornehmt? Vielleicht eine kleine Erfahrung, weil wir hier auch jetzt in der Betrachtung gesehen haben, dass die Situation manchmal etwas, oder die Reichen selbst bringen uns auf eine Idee, oder sagen wir mal vielleicht auch die Oberschicht sozusagen. Wir hatten auch in Darmstadt-Marienhöhe die Idee, die Oberschicht zu erreichen und in die gehobene Schicht. Und dann haben wir tolle Vorträge angeboten über Themen, die sie interessieren. Aber kam fast niemand. Kamen 20, 30 Leute, und dann kamen die Leute, die aber kamen, die es irgendwo erfahren haben durch den Nachbarn, haben gesagt, ihr macht hier so tolle Sachen, wieso wissen wir das nicht? Ja, ihr müsst das in die Zeitung geben. Ja, die sind halt über die Zeitung erreichbar. Ja gut, eine große Annonce hat 3.000 Euro gekostet. Gut, haben wir Sponsoren gesucht, als Schulzentrum haben wir halben Preis bezahlt. Und dann muss man auch bekannte Leute erstmal einladen. Und tatsächlich, irgendwann hatten wir 150 Gäste ja, mit Bezahlung. Es war Eintritt genommen. Wenn es geschenkt ist, sind die manchmal auch skeptisch. Also das war interessant, wie sie diese Leute, die wenigen, uns geholfen haben, besser zu verstehen, wie gehen wir um. Und wie können wir diese Leute erreichen? Und nachher war es soweit. Und die haben uns ihre Adressen gegeben, E-Mail-Adressen und so weiter. Herrlich, ja, Marienhöhe Impulse war das damals. Das hat gewirkt und ja, man lernt auch aus der Situation, aber wir sollten uns vornehmen. Und sammeln, zumindest. Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Also für mich war es wieder eine Ermutigung. Ich fühle ja, ich arbeite mehr in der Unterschicht, dass wir da jetzt keine Angst haben sollten, dass wir sagen, ja, die Menschen sind so reich oder so gut erzogen oder so, haben so eine hohe Ausbildung. Aber Gott möchte uns auch für die benutzen, um ein Zeugnis zu sein, und dass wir da nicht Gott ein Hindernis in den Weg stellen, sondern bereitwillig da auch sind, ein Zeugnis zu sein. Ne? Vielleicht auch keine Menschenfurcht zu haben. Ja. Zu wissen, vor Gott sind auch alle Menschen gleich. Mhm. Aber warum nicht, sich auch vielleicht feine Umgangsformen oder Kenntnisse anzueignen, die einem helfen, auch in Kontakt zu kommen? Warum nicht? Ja? Mhm. Ja, ich danke euch für diese wertvollen Beiträge zu unserem Gespräch. Ich hoffe, dass jeder etwas mitnehmen konnte, auch von denen, die es jetzt aus der Ferne verfolgt haben. Und wir wollen noch mit Carsten gemeinsam beten. Ja, lieber Vater im Himmel, danke einfach, dass du ein Gott bist, der Interesse hat an allen Menschen, an allen Schichten, an allen Gruppierungen, die es gibt. Ja, lass uns einfach einen weiten Blick haben. Wir haben uns in diesem Vierteljahr schon mit Menschen beschäftigt, die bedürftig sind. Aber heute eben auch mit denen, die erstmal so zu sein scheinen, dass sie nichts brauchen, dass sie alles haben. Und dennoch haben wir festgestellt, auch die haben Bedürfnisse, manchmal gesundheitlich, seelisch, sind einsam, brauchen andere Menschen, die ihnen wirklich integer und authentisch auch vorleben, wie es, was es heißt, mit dir zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir
solche Menschen sein dürfen auch, dass du uns hilfst, dass wir unser Licht auch bei den Mächtigen und Einflussreichen dieser Welt leuchten lassen können. Dass wir manchmal gerade sie gewinnen, weil sie dann Einfluss haben und ganz viele andere auch wiederum erreichen können. Schenke uns die Weisheit dazu als Einzelne und auch als Gemeinde. Danke dafür im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir überlegen heute viel, wie man entkirchlichte, säkulare Menschen erreichen kann. Nicht viel leichter hatte es Paulus, als er in der Metropole Athen war und dort die verschiedenen Götterbilder sah. Ihn bewegte die Frage, wie er Menschen auf Gottes Erlösungsangebot in Jesus Christus aufmerksam machen konnte. Er beschäftigte sich mit ihren geistlichen Bedürfnissen und erkannte, dass sie auf der Suche nach einem anderen, einem überlegenen, besseren Gott waren, dem unbekannten Gott. Hier knüpfte er an. Was können wir aus dem Vorgehen von Paulus für unsere Missionsarbeit lernen? Wo können wir anknüpfen? Dazu hörst du etwas in unserem nächsten Bibelgespräch.